Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Kingdom Come Deliverance. Gestern kam ja nichts außer eine Folge Rainbow, die ich noch vom Vortag hatte. Ich hatte einfach nichts und wollte eigentlich livestreamen und dann musste ich auch noch mithelfen bei einer Wohnung ausräumen. Doch damit dann auch erstmal. So, wir waren da hinten. Oh, es regnet. Schick. Ich habe mein Mikro jetzt mal ein bisschen leiser gemacht. Nicht mehr ganz so laut. Ich werde nicht direkt immer übersteuern. Mit den seltsamen Kleidern und eisernen Masken? Ja, hab ich. Ein schrecklicher Anblick sind die. Hab gehört, sie fressen die Gefangenen und kochen Brühe aus den Toten. Maria und Josef. Menschenfresser, um Himmels Willen. Wo hast du sowas gehört? Unsere Späher sollen bei Scarlets einen Haufen frischer Menschenknochen gefunden haben. Heilige Jungfrau Maria, beschütze uns. Okay, das ist schon echt ekelhaft, finde ich ja auch. Dann sind wir mit Wenzel besser dran. Er geht nicht mit fremden Söldnerpack Städte plündern, wie Siegestag in unserem Land zuträgt. Das Ende der Welt ist nah. Merkt ihr meine Worte? Alle viele Briganten, um dass man nie weiß, ob man Leben von den Feldern heimkehrt. Eisige Winter, Adligen tun nichts magere dagegen. Ernten und jetzt Armeen, die über uns herfallen. Ich sag's dir, der Tag des jüngsten Gerichts naht. Und wir haben zwei Päpste. Weißt du noch, wie du mir ein böses Omen ist das. Oh ja, heimgesucht werden wir wie Sodom und Gomorra. Ja, ich war schon beim Zimmerer und hab gefragt, wann er Zeit dafür hat. Naja, nachdem wir geredet haben, habe ich mich bei mir daheim auch umgesehen. Und das bereue ich jetzt. Wie das? Das Dach taugt nur noch als Feuerholz. Auf der Nordseite sind die halben Dachsparren morsch. Und die Südseite haben die Käfer zernagt. Verflucht. Das ist ärgerlich. Muss alles ersetzt werden. Aber zumindest ist der Rest vom Haus in Ordnung. Nur das Drecksdach nicht. Immerhin nur das Dach. Okay, jetzt reicht's aber auch. Nein, jetzt reicht's aber auch mit Gesprächen hier. Langsam kann ich nicht mehr. Wir haben genug Gesprächen zugehört. Du bist doch Herr Robert, ne? Ich glaube, das war Robert. Ich soll übrigens, habe ich jetzt in den Kommentaren gelesen, eine junge Dame besuchen, die mir... Okay, jung finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Die sieht auch für mich ehrlich gesagt hässlich aus. Da finde ich diese... Wie hieß die andere, die wir gerettet haben von den Vergewaltigern? Die finde ich hübscher. Darf ich hier rein? Nein. Okay. So. Alles cool. Jeden Abend, wenn auch genug Licht. Ja, wo ist denn aber die Frau? Die ist wahrscheinlich nicht hier, irgendwie bei dem Pöbel. Die ist wahrscheinlich... Der liegt da sehr komisch da. Na gut, gehen wir mal zurück. Ein bisschen rennen muss sein. Das Rennen ist wirklich sehr, sehr komisch, aber ich finde es irgendwie lustig. Also komisch und lustig. So, wo ist denn die junge Dame? Also ich will mit der eigentlich gar nichts machen, weil ich finde die ehrlich gesagt nicht hübsch. Tut mir leid. Da will ich lieber wissen, ob ich was mit denen... Oder vielleicht lebt der Bianca noch. Hi. Oh, ich kann mit denen reden. Krass, wusste ich gar nicht. Glück und Gesundheit. Danke. Was hältst du davon, dass sich die Scarletzer so davonschleichen konnten? Kann mir nicht erklären, wie sie das angestellt haben. Müssen entweder gesegnet sein oder Sigismunds Söldnertrupp taugt nicht viel. Man hält die Augen offen, wenn man einen Feldzug führt, ganz egal, wie sehr es pisst. Wenn unser eins so einen Scheiß baut, zieht uns Herr Robert die Haut ab. Du hast ihren Angriff nicht gesehen. Ja. Eine Schande, dass es nicht alle geschafft haben. Ist Herr Robert wirklich so ein harter Brocken? Hart, ja. Aber gerecht. Ist ein erfahrener Veteran und kennt sich aus mit der Kriegskunst. Das glaube ich gern. Ja, tue ich auch. Herr Divisch hat Sigismund schön vorgeführt. Da hast du recht. So ist er. Möge Gott ihm ein langes Leben schenken. Der ist doch schon halb tot. Also, der ist doch schon alt. Ich meine, klar. Ne, solche Leute, die gutes Charisma haben, die können ruhig lange genug leben, aber ein richtig langes Leben wird er, glaube ich, nicht mehr führen. So, wie sieht's denn jetzt aus mit... wer bist du denn? Na, ganz alleine heute? Oh, ich kann mit dir reden. Ach komm. Sigismunds Besuch heute Morgen war besorgniserregend, was? Oh ja, seine Streitmacht ist riesig. Gut, dass Herr Divisch so ein guter Redner ist. Die hätten uns wie Ameisen einfach zerquetscht.
Okay, die ist doch nicht so hübsch. Man weiß ja nie, ne? Man sieht es ja auf den ersten Blick, ne? In der Dunkelheit. Da denkt man so, ach du heilige Scheiße. Und dann im Licht sieht, denkt man so, ach du heilige Scheiße. Okay, gut. Gucken wir uns mal die Karte an, weil wir haben ja noch ein paar Sachen. Da ist ein Händler, echt? Oh lol. Und da ist ein Kampfplatz, wo ich meinen Marker hatte? Was? Okay, ich werde auf jeden Fall hier mal markieren. Aber da oben ist ein Händler. Wie komme ich denn eigentlich hier runter von der Burg? Wo ist denn hier jetzt, wo kommen wir denn hier raus? Hier? Geht das hier oder geht das da vorne? Steht das auf der Karte drauf? Höchstwahrscheinlich da vorne irgendwo, ja. Na gut, dann bin ich jetzt hier falsch. Weil wir sollen ja raus, unsere Eltern, begraben. Ich kann Heinrich wirklich gut nachvollziehen. Ich würde dasselbe tun wollen. Also, mein Respekt. Oh, hier ist ja das Tor. Da darf ich gar nicht raus. Ich darf auch gar nicht raus. Hey, Radim. Guten Mach Tag. Mal was. Hi. Ich muss hier raus. Und ich läge gern mit einer hübschen Dirne in einem Federbett. Aber wie es aussieht, werden wir wohl beide enttäuscht. Der Divisch befahl, keinen rauszulassen. Vor allem dich nicht. Oh Mann. Oh. Aufmachen sonst. Ich zahle auch? Nee. Oh, soll ich lügen? Boah. Meine Eltern wurden wie Aas liegen gelassen. Ich muss sie bestatten. Ich kann sie nicht den Hunden überlassen. Tut mir leid, mein Freund. Entweder du überzeugst Herrn Robert, oder du denkst dir irgendwas aus, damit ich nicht in der Scheiße lande. Ansonsten, Pech. Was soll ich mir bitte ausdenken? Was weiß ich. Eine Verkleidung vielleicht, damit ich dich nicht erkennen kann. Wenn ein Thalenberger Wachmann in voller Gewandung aufkreuzt, lasse ich ihn natürlich raus. Ist doch klar. Na gut. Ich versuche etwas aufzutreiben. Sag's doch noch lauter. Oh. Hab eine Idee. Vielleicht beim Händler, aber ich glaube nicht. So, eine Kleidung soll ich also suchen, ja? Ach, ist sie mein Zimmer? Ist das so? Ich glaube, ich sollte mich auch mal wieder in so einem Krug waschen. Warte mal, ist hier nicht einer? Nee. Dass man auch das Schwert an der Seite sieht. Ich finde das ist schon echt cool. Ach ja, übrigens, als ich hier zurückgegangen bin letztens, in der letzten Folge, war hier der ganze Boden weg. Alles weg. Ich dachte mir so, okay, was ist denn jetzt los? Ja, natürlich ein Grafikfehler, was auch sonst. Nee, das ist da oben, ist das. Okay. Hä, ist das echt da oben? Ah, scheint so. Wer bist du denn? Ein Dorfbewohner, okay. Gehen wir uns mal die Rüstung schnappen, meine Freunde. Ach, die ist hier oben. Oh, scheiße. Ich hoffe, mich sieht keiner. Ich kann doch gar kein Schloss knacken. Ich hab gar kein Dietrich. Oh. Pfeile. Stehlen. Nehme ich. Ach du heilige Scheiße. Ich fühle mich gerade ein bisschen... Bisschen am Arsch, ehrlich gesagt. Oh, Mann. Ich würde nur einen Dietrich. Vielleicht hat ein Händler ja einen Dietrich. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Der hat mich noch nicht gesehen. Der hat mich noch nicht gesehen. Schnell runter hier. Alter. Oh, Gott sei Dank. Okay, ich brauche einen Dietrich.
Holy, da hatte ich gerade ein bisschen Schiss. Also ich habe jetzt Pfeile geklaut. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Eigentlich wollte ich gar nichts klauen, aber ein bisschen Action muss ja auch mal sein, ne? So, also hier ist irgendwo ein Händler gewesen, ja? Alles ist gut. Und so wird's auch bleiben. Und so wird's auch bleiben. Ist einer von euch hier der Händler? Du bist ein Händler. Was konnte ich da gerade machen? Du bist der Händler? Ah, glaube ja. Votava klingt nach einem guten Namen dafür. Beste Grüße. Handeln. Können wir handeln? Wenn du Geld hast. Ich ha... Oh, 51 ist aber gar nicht gut. Dein Vermögen 4,2. Na, ist ein bisschen weniger als seins. Der hat einen Dietrich. Für 17,9? Ich glaub's nicht. Alter. Okay, das ist hart. So viel kriege ich ja nicht mal zusammen, weil der gar nicht so viel Vermögen hat. Was mache ich denn jetzt so? Wie gelangweilt er die Fackel hebt. Okay. Ach, hier ist meine Schatzkarte. Ne, Moment, das ist die Schatzkarte für den. Oh. So, ich könnte ja natürlich auch Äpfel verkaufen, wenn ich Bock dazu habe. Ah, das gibt immerhin ein bisschen was. Ah, 4,4 ist schon mal gar nicht so scheiße. Brennnessel lasse ich, Brot kann er auch haben. Oh, ist das geklaut? Oder war das hier nur neu? Ah, guck mal, grünes Hemd ist schon vollkommen kaputt, aber ich muss irgendwas über mir anziehen. Haltbar, 4 Tage, 5... gebratene Ente, noch 2 Tage haltbar, ganz ehrlich, weg damit. So, erstmal möchte ich handeln, ja. Gebratene Ente, darüber freut er sich bestimmt riesig. So, Handel abschließen. Nochmal. Ich will gucken, ob sich das da oben jetzt geändert hat. Wenn du Geld hast. Ja, er hat nur noch 1,8. Mann! Das ist doch scheiße. Also ich finde das scheiße, weil... Linsensuppe. Minderwertiger... die Pfeile, die lasse ich mal. Den Ritterschnaps, den lasse ich auch auf jeden Fall. Ringelblumenaufguss, das bringt Heilung. Das hätte ich sofort machen können. Rote Beete. Roter Kapuzenschal. Verband. Zwiebel. Kann auch weg. Ich glaube, das ist genau 1,8. Oh, nee. Oh, Moment. Da muss ich mal was ändern. Nee, Moment. Okay. So, genau so 1,8. Zack, jetzt hast du nichts mehr. Dafür hat er mehr Ware. Na ja, gut, scheiße, was mache ich denn jetzt? Wie komme ich denn jetzt an die Rüstung dann ran? Wenn ich keinen Dietrich habe. Ich frag den mal, vielleicht weiß er ja noch was. Ups, das wollte ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Hi. Ich nix habe Dietrich. Okay, scheiße. Warte mal, was ist denn mit dem? Wer ist das denn? Auch nur ein Dorfbewohner. Okay, fuck, ich weiß jetzt hin, was ich da jetzt machen soll. Vielleicht liegt er irgendwo noch in Dietrich. Oh, jetzt ist hier eine Wache. Jetzt kann ich hier eh nichts machen. Ich gucke mich mal hier so ein bisschen um. Vielleicht ist er hier irgendwo in Dietrich. Oh, wow, oh, oh, okay. Nee, keine Ahnung, Leute. Mit gut Glück geht er jetzt erstmal hier weg. Ah, komm. Nur. Ich war euch mal drinnen, was ist das denn? Ich
Ich muss hier irgendwie rauskommen. Aber wie? Kann ich den vielleicht nochmal... Hallo? Pass etwas besser auf. Lass dich mal ansehen. Oh, hi. Heinrich ist willig. Er braucht das. Ich gehe jetzt mal gucken, ob die Wache weg ist. Da steht der immer noch. Ich glaub's nicht, ey. Ich gehe jetzt einfach rein, ist mir egal. Sieht eh keiner. So, ist hier denn irgendwo... Ach, guck mal, hier geht's ja noch runter. Ah, wusste ich gar nicht. Vielleicht ist ja hier auch die Rüstung. Das ist alles schweres Schlossknacken hier. Hat der mich gerade gehört? Ist nicht euer Ernst, ne? So. Okay. Oh, der hat das, glaube ich, doch gehört. Ich weiß nicht, wo ich einen Dietrich herkriege, Leute. Also doch, klar, ich habe es jetzt gesehen, aber ich habe hier keinen anderen Händler, den ich was verkaufen kann. Das ist mein Problem. Ach, Mann, scheiße. Kann ich hier noch irgendwie anders raus? Sehr, sehr strange. So klein so rumgeistern ist, glaube ich, auch nicht so geil, weil das Aufsehen erregt. Wer ist er denn? Achso. Aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo ich jetzt sonst einen Dietrich außer bei dem Typen her bekommen soll. Aber der hat leider kein Geld mehr. Vielleicht sollte ich warten. Darf ich überhaupt rein? Ich glaube ja. Sonst wäre das private Ding da ja nicht da. Na gut. Dann ist die einzige Möglichkeit, jetzt sich so nochmal schlafen zu legen, damit er Geld hat. Es sei denn, er hat jetzt wieder Geld. Urplötzlich. Oh, warte mal. Hier kann ich mich ja waschen. Vielleicht hat er ja doch wieder Geld. Keine Ahnung. Vielleicht ist das ja so ein bisschen seltsam. Wenn du Geld hast. Ich habe Geld. Er leider nicht. Ach man, das ist ärgerlich. Dieser scheiß Dietrich, ich will den haben, Mann. Vor allem, wie teuer der ist. Könnte der nicht irgendwas mit 6 kosten oder so? Dann könnte ich mir sogar 2 kaufen. Vor allem weiß ich ja noch gar nicht mehr, wie das Dietrich-Minispiel geht, ne? Also das will ich mir vorher angucken, weil ich habe gehört, für Controller, also mit Controller soll das richtig, richtig eklig sein. Ich lege mich jetzt nochmal hier aufs Ohr. Mach dabei natürlich meine Eingangstür zu, weil, ne, man will ja nicht, dass man beobachtet wird beim Schlafen. So. Dabei speichere ich natürlich auch wenn ich nicht wirklich viel getan habe. So, was, ich darf keine Zeit... Okay. Alles klar. Alles klar. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Kingdom Come Deliverance, meine lieben Freunde, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie ich weitermachen soll. Ich kann natürlich nochmal mit der Wache nochmal reden, quasi, aber was soll mir das bringen? Ich wüsste jetzt wirklich, wie mir das bringen soll. Ich rede noch einmal mit der Wache. Komm. Ja, du siehst ein bisschen, ne, müde aus. Brauchst du eine Ablöse? Ich muss hier raus. Du schon wieder? Hab ich nicht gesagt, ich kriege Ärger, wenn ich ausgerechnet dich rauslasse? Okay, scheiße. Gibt es hier irgendwo einen Händler? Hast Hunger, was? Du solltest zur Köchin gehen. Sie hat ein gutes Herz. Besonders, wenn du Geld hast.
Für alles andere geht zu Votava. Er ist kratzbürstig wie eine nasse Katze. Kann dir aber so gut wie alles besorgen. Hab ihn beim Kornspeicher gesehen. Er ist leicht zu erkennen. Er sieht aus, als hätte er in seinem Leben noch nie eine anständige Mahlzeit gehabt. Ja, supi. Ganz toll. Ich krieg keine Rüstung. Ich komme hier gar nicht raus. Was macht man denn dann da, wenn man nicht rauskommt? Es gibt doch nur einen Händler hier, oder nicht? Okay, das muss ich mir nochmal angucken. Ich mache das jetzt mal dann off-cam. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Kingdom Come Deliverance. Bis morgen, übermorgen. Nee, Quatsch, bis Montag. Ist auch noch ein paar Brennnesseln. Darf ich das überhaupt? Nö, anscheinend darf ich das gar nicht. Oh, schade. Gut, bis Montag. Haut rein und tschüss.